Wir werden mit Sicherheit sterben. Da würde ich für wetten. Alter, was ist das für ein Monsterschiff? Wir müssen erstmal die Robis ausschalten. Und dann die... Erstmal die Waffen. So, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Müssen nicht gucken, ne? Jo, hier. Oh, ho, ho, ho. Ist mir egal, ob ich hier selber Schaden nehme, aber... Da oben auch noch so ein Ding. Wo die spawnen können. Schnell gucken. Da oben ist noch so ein Teil. So, warte mal. Was müssen wir noch ausschalten alles? Das. Kann ich das mitnehmen? Das nehme ich mit. Boah, wir müssen so viele Sachen, glaube ich, hier noch ausschalten. Das da. Oh, Frachtraum. Oh, Alter, wer? Hier! Nö, sehe ich nicht. Kann ich da nochmal reingucken, eben in euren Frachtraum? Oh, das ist ja langweilig, was ihr habt. So, warte mal. Das nehme ich noch mit. Das nehme ich mit. Das muss man zerstören, glaube ich. Das war der Frachtraum, ne? Ich sollte mal... Das nehme ich noch mit. Ich sollte mal gucken, dass ich die Kisten hier... Auch Frachtraum. Ach, ist ja interessant. Dass ich hier diese Kisten, die hier haben... Wenn sie noch welche haben irgendwo... Dass ich die ganz schnell noch ein bisschen einkassiere. Hier zum Beispiel. Das haben die da drin. Ja, toll. Ist jetzt nicht so interessant. Ja, das vielleicht... Toll, jetzt habe ich keine Dings mehr. Toll, super. Dann machen wir das einfach so. Reicht ja auch. Warte mal, geht das mit MP schneller? Okay, warte mal. Muss ich da drauf schießen oder auf was an? Oder, ach, ich bin so doof. Wahrscheinlich da oben drauf, ne? Soll ich vielleicht mal ballern. Und ich sollte mal Rüstung anziehen, falls wir Kundschaft kriegen. Bin ja überhaupt nicht geschützt. Denn ich glaube, wir kriegen gleich wieder Gesellschaft. Welches ist jetzt das nächste? Hm, hier oben? Dann da hinten noch, den Bohrer, den ackern wir uns dann gleich ab. Oh nein, oh nein. Okay. So, was haben die Gentlemen dabei, wenn sie schon einmal vorbeikommen? Was mit dir? Bin gerade hier noch, hab gerade noch zu tun, Entschuldigung. Oh oh, jetzt aber. Tschüss! Hä, oder hätte ich vorher ab. Ich hätte den vorher abbauen müssen, oder? Hätte ich ihn vorher abbauen müssen, oder? Mal gucken, was wir alles kriegen, schauen wir mal. Na, das brauchen wir, glaube ich, nicht mehr, oder? Stufe 2. Komm, ich nehme alles mal mit, was wir haben, haben wir. Ja?
Gut, aber so krass war das Schiff jetzt nicht. Na gut. Mal, was da sonst noch kommt, ne? Soll es nicht so großkotzig hier sein, ne? Nachher... Weißt du, was ich sagen will, ne? Nachher kommt da so ein biges Schiff, ne? Biges Schiff in the evening und dann stehst du nachher da. So, wir haben aber... Okay, ja, Bohrer. Stahlrumpfteile haben wir ja, glaube ich, auch schon ausgebaut bei uns, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Auf dem Menü platziere Gegenstände in der Registrierkarte im Drillship. Frachtraum. Ja. Ich rufe mal mein Drillship. Warte mal, wenn wir schon dabei sind, dann rufe ich das mal. Weil hier ist ja gerade ein Parkplatz frei geworden. Ach, ist das schön. Was hat der noch bei sich? Oh. Danke. Jetzt kannst du wegsterben. So. Erstmal nachladen. Ah. Würde ich sagen, das nehmen wir auch noch mit. So. Aber das mit der Säge ist irgendwie lächerlich, oder? Also, die Säge bringt es irgendwie nicht, habe ich das Gefühl. So, Heidewitzka, Herr Kapitän. Wollen wir auf der Bütsche, da fahre wie auf See. Gegenstände platzieren. Jo, machen wir Schiff. Wir sollten vielleicht mal untertauchen oder vielleicht mal helfen. Was wollt ihr? Der hat zwei Spitzhacken mit. Was will der denn mit zwei Spitzhacken? Der hat eine mit. Und der hat auch eine mit. Was wollen die? Wollen die mich hier abgraben oder was? Können wir gleich mal gucken, dass wir unser Schiff mal reparieren, weil wir werden wahrscheinlich jetzt... Ernsthaft? Was ist mit denen? Ich glaube, ich tauche mal ab. Ist, glaube ich, besser. So, Tür zu. Und abtauchen. So. Schnell weg. Schnell den Schraubenschlüssel holen, um zu gucken, ob wir was reparieren müssen. So. Mit der 9? Ja, da hinten sehe ich schon was. 98. Aber jetzt nicht so viel, ne? Wie ich jetzt gedacht hatte. So. Da blubbert die Lava im Hintergrund. Ach, unser Kern, oder? Nee, unser Bo... Oder? Was hat er denn da... Doch, unser Kern war hier so ein bisschen... Was ist denn da los? Was ist denn da los? So, wir haben die Sachen übrigens jetzt in den Frachtraum gepackt, ne? Boah, wir haben so viele Technologie und so ein Kram. Das wird so richtig viel gerade aktuell. Ich hoffe, das funktioniert alles noch hier so. Bombe mit reinpacken. Gut. Reparaturwerkzeug kann wieder weg. Müssen auftauchen. Haben wir die Mission jetzt abgeschlossen? Bekannte Geschichte auf Granit. Was haben wir denn da für Oberfläche? Okay, warte mal. Ich kann überlegen, ob wir nicht einfach hier an der Oberfläche irgendwo hinfahren. Wo sind wir hier eigentlich überhaupt? Dunkles Labyrinth 3? Können wir nicht hier nach oben, nach ganz nach oben fahren? Ich frage mich, wofür die Stufe 2 Teile noch sind, wenn man eh Stufe 3 später alles noch hat. Da kommen wir nicht lang. Und wo kamen wir überhaupt? Zwischen Ebene 1 und 2 da lang vielleicht? Ist richtig? Da ist auf jeden Fall kein Parkplatz mehr für uns. Wir schauen mal. Irgendwo wären wir bestimmt fündig. Da geht's nach unten. Da unten ist auch Parkplatz besetzt. Natürlich. Hier, das ist, Alter. Also, Parkplatzsuche ist ja hier ein Traum. Großartig. Naja, gut. So, Da ist was frei. Da ist was frei geworden. Nein, doch nicht. Tja, wo ist denn hier? Wo?
Ist hier die Überfahrt? Ja, hier ist die Überfahrt. Hochplateau. Dann fahren wir doch dahin. Dann sind wir da oben. Na, gucken wir mal, was war da jetzt. Ist das Bereich 1 auf der Karte oder sind wir Bereich 2? Ach, da hätte ich ja mit der Map gucken können, ne? Ich bin so doof. Okay, so, was brauchen wir denn jetzt? Wir müssen... Was müssen wir machen? Wir müssen Produktionsdatenstufe 2 herstellen. Okay. Eigentlich will ich keinen Bohrer, ich will diese fortschrittliche Dingsbar. Produktionsdaten... Stufe 2. Hier. Egal mit welchem Teil. Dreimal, okay, stelle ich zweimal her. Weil wir ja einmal schon haben. Dürfte eigentlich relativ zügig gehen. Was er noch braucht. So. Zack. So. Ah, guck mal, da können wir sogar schon herstellen. Alter Schwede. Aufwertung. Alter. Ich werd bekloppt. Uff, wie lange das dauert. Alter, das wird ein bisschen dauern. Was haben wir denn? Lass mal eben kurz gucken. Was haben wir denn für Aufwertung sonst noch alles? Rumpf haben wir schon. Ketten wäre noch interessant. Jetzt machen wir den Bohrer gerade. Drillship-Kern wäre noch lustig. Aber wir müssen hier, wie gesagt, die Blaupausen noch auf Stufe 3 kriegen. Dazu müssen wir die aber erst finden. Die Blaupausen. Und das erweist sich gerade sehr als sehr, sehr schwierig. Diese Blaupausen-Komponenten. Ein Analysator brauchen wir noch. Dann könnten wir das machen. Stufe 3. Ach, können wir ja, oder was? Herstellen? Nee. Ich wollte schon gerade sagen. Wie sieht denn so ein Analysator aus? Haben wir das in dieser Schiffswiki? Ja, aber wie gesagt, das hilft mir irgendwie nicht weiter. Naja, egal. So, warte mal, lass mal gucken. Irgendwo ist doch hier... Erste Fahrt. Das sind die ersten Dinger hier, ne? Okay. Steht halt nichts Informatives jetzt drin, so. Okay. Der Bohrer ist gleich fertig. Haben wir gut überbrückt die Zeit. Nein! Ups. Was hat er noch für ein Dings? Okay, Upgrade Escape Station. Will Dakota Power Module? Heißt of Power of Hardware Can Control Operator Equipment Underground. Das können wir machen, ja, ganz toll. Aber ich würde, glaube ich, erstmal die... Ach, hier können wir das kleiner und größer machen. Also ich dachte, man könnte da nochmal draufklicken oder so. Ich muss mich da, glaube ich, nochmal informieren. Ich glaube, ich muss da nochmal, Ich glaube, ich muss mich da nochmal informieren. So, wir müssen... Alter... Der Drillship ist endlich bereit, in Bereich 3 vorzustoßen. Juhu. Ach, Aufwertung haben wir schon. Alter Schwede. Da muss ich aber los. Laserzerstörung. Ist es Zeit? Okay, wieder eine Laserzerstörung. Aber das machen wir erst, wenn wir richtig aufgerüstet sind. Weil er ist jetzt davon ausgegangen, dass wir alles haben wahrscheinlich. Geothermalmodul. Was macht ein Geothermalmodul? Was macht denn das? Ach ja, es war mit Energie, ne? Das war irgendwas mit Energie, mit Lava. Ach, ich habe sogar ein Dings in der Hand. Gegenstand nehmen. Ja, machen wir.
Wenn ich weiß, wo er ist, irgendwo im Frachtraum ist er da. Wie viel Platz haben wir eigentlich noch? 63 von 72, okay. Wo platziere ich das Modul? Kommt es an der Decke? Ach, an der Decke kommt das, okay. Machen wir es dahin. Now you can operate some equipment even underground. Ach so, das, ach so, lol. Aber wir können unsere Sachen jetzt quasi unter im Untergrund nutzen. Das ist ja geil. Wenn ich das richtig verstanden habe. Sorry, mein Englisch not very well. Ich fand die Wörter nur nicht so schnell. Kinders, ich würde sagen, ich schaue mich da nochmal um. Wegen der Forschung, wo wir die herkriegen. Und ja, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal sehen wir uns wieder. Hier bei Vulkanoids. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.